Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hunsgrab mit meinen Freunden hier, dem lieben guten Zordan, Hauptmann Delfino und den Tomcat, unserem Hallo. Praktikanten. Heute noch Praktikant, aber wenn du diese Prüfung heute bestehst, dann bist du ein freier Mann sozusagen. Ja, schön, ich bin zielsicher. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, den Wassertempel zu erstürmen. Endlich, juhu, wir freuen uns total. Und wenn man sich bei Minecraft freut, dann springt man in die Luft und wedelt mit dem Kopf. Ne? Genau. Ach, mit dem Kopf kreisen, ja, genau. Oh. Wir werden mit der Pegasus fliegen und wir sind perfekt ausgerüstet. Ich habe noch ein bisschen Milch hier, die würde ich jetzt einfach mal so an die Leute hier verteilen. Also die gute Milch. Die gute Milch von der... Wie viel denn pro Nase? Ich mache erstmal, keine Ahnung, 3 jeder oder so. Und ich habe jetzt 4, warte. Immer noch welche da. Also wir können auch jeder 4 nehmen oder so. Ja, da muss ich nichts hergeben mehr. Es wird Nacht, Senorita. Panik. Beim dritten Schlag kann man pennen. Das ist gut. Oh, jetzt hätte ich beinahe den Atmungstrank getrunken. Unglaublich. Und das Chat habe ich auch nicht ausgeschaltet. Bestens vorbereitet. Was? So, so, alles klar. Hast du gerade nicht verstanden, ist so laut. Ja. Okay, vielleicht bauen wir wieder ab, das nehmen wir mit, denn wir wollen da in der Nähe des Tempels nochmal eine Nacht verbringen. Und dann würde ich sagen, reisen wir direkt los. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ja. Wir haben alles dabei, ne? Wir sind bestens ausgestattet, alle mit Wasseraffe und alles ist dabei. Hast du dir denn schon eine gute Wassertempelhöhle ausgesucht? Ja, ich dachte, wir reisen mit der Pegasus da zu den Eiszacken. Und da ist ja dann in der Nähe schon so ein Wassertempel. Da dürfen wir ziemlich schnell ankommen. Der war auch recht groß, wenn ich das richtig gesehen habe. Momentan ist der Weg zur Pegasus noch ein bisschen beschwerlich. ehrlich beschwerlich, weil, tja. Ich gucke jetzt gerade mal, der nächste Wassertempel ist sogar noch nicht mal von hier aus weit weg. 1220 Schritt von hier aus. Dann könnten wir auch zu dem theoretisch. Nö, aber jetzt, wenn wir schon mal die Pegasus, die müssen wir jetzt auch mal gebührend wieder einfahren. Ich meine, du bist ja neulich erst damit verreist, aber... Ja, es war so ein Probelauf. Genau. Du musst ja mal so eine Testfahrt machen, nicht, dass sie abstürzt oder irgendwas. Dieser neumoderne Aufstieg, der ist ja auch der toll. Ist ja noch sehr improvisiert, das wird aber alles, kommt alles. Joa, irgendwie war das früher schneller. Müssen wir erstmal checken, ob irgendwelche Monster da sind. Hier ist die Tür offen. Irgendwelche Monster da? Nein, alles gut, sieht gut aus. Katze. Habe ich eben eine Katze miauen hören? Ja, hier ist eine Katze am Miauen. Nein, du wirst jetzt nicht gekrault. Ach so. Oh, nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, leiden los mit der Pegasus und einfach mal losgedonnert. Es gibt hier nur noch einen Knopf, weil es sonst zu Verwirrung kommen könnte in der Mitte. Also, der Flug der Pegasus beginnt jetzt, der Start ins große Abenteuer mit den besten Leuten, die man an seiner Seite haben kann. Die man für Geld nur kaufen kann. Juhu! Ja, juhu! So zur Mitte, zur Titte, zum... Ach nee, tschüss! Wo sind sie? Wo ist der Rest? Wo ist der, wir sehen uns gerade nicht. Jetzt sehe ich euch. Es dauert ein bisschen, ist ein bisschen Delay. Ja. Bei der Pegasus, weil sie so schnell fliegt über Lichtgeschwindigkeit. Der Jan-Delay? Ich sehe den Delfino noch nicht, der ist anscheinend woanders hingebeamt. Nee, der ist hier. Ja? Alles gut. Ja. Ich schlag einfach mal wild durch die Gegend. Ach nee, da hinten ist er jetzt nicht auch. Jetzt müssen wir hier Kurs Eisspitzen. Also nochmal. Los zu den Eisspitzen. Jetzt sollten wir da sein. Ah. Ja, moin. Wieder mit Lichtgeschwindigkeit. Ah, der Zorn ist auch schon angekommen. Oh, das ist aber schon frisch hier. Das hättest du mal sagen müssen. Hätte ich sagen müssen. Hier geht's irgendwo rüber. Hier. Warten wir erst noch mal auf die anderen. So, bin auch da. Und der Tempel ist jetzt von hier aus aber immer noch 2600 Block entfernt. Oha. Also doch ganz schön weit.
Es gibt ja verdammt viele Wassertempel. Jetzt muss ich die mal alle wieder. Ich hatte mir Wegpunkte angemacht. Die sind jetzt. Der Wasserfallsturm ist wieder repariert. Das ist gut. Ja. Friert der nicht ein unten? Nö, nö. Geht das? Nö. Das ist Warmwasser. Aber hier ist er eingefroren. Nee, es muss nach oben erst. Ach so. Damit man dann durch den Turm nach unten kann. Also man muss jetzt hier den abbauen. Nee, man muss hoch. Man muss hoch? Ja, er meint so, hier rein da und dann rauf. Rauf? So hatte das doch der Junge erklärt. Da, ja. Ah, genau so war es. Ach, das war es. Und dann ist hier nämlich eine Treppe. Total gut. Was okay, runter. Juhu. Ja, wir sollten nicht sterben, bevor wir den Tempel erreicht haben. Ja, gut. Mit dem Schwimmern ist immer so eine Sache. Ja. Ach ja, das ist ja raffiniert. Ach, da bist du ja schon, Delfino. Ja, der hat den kürzeren Weg genommen. Ich bin direkt runter. Ich hab noch soll noch der Knochen da rausgucken aus dem Bein? Ich habe Federfall 4 auf meine... Ich habe noch so ein paar Ersatzschuhe dabei. Aus Gold, natürlich. Hm. Ja, falls noch einer dazukommt oder so, wissen wir ja nicht. Kann ja alles passieren. Und wir sind gar nicht im Aufnahmekanal, sehe ich gerade. Oha. Nee. Nee, da sollten wir vielleicht nochmal wechseln, ganz kurz. Ja, das wird jetzt ganz kurz nochmal merkwürdig werden. Ich ziehe euch jetzt mal alle rüber. Okay. Jo. So, und so, und mich selbst natürlich auch. Ich wurde bewegt. Ja. Ich auch. Huh. Okay, so. Wir wurden bewegt. Servus. Ja, jetzt sind wir alle an der richtigen Stelle und jetzt kommen wir auch los. In welche Richtung? In die Richtung. Ich war noch nie selber hier im Packeisbiom, das ist ja echt wunderschön. Das ist total genial, ne? Also es ist wirklich sehr speziell. Du bist tolles Gasthaus hier. Ja. Du warst hier noch nie? Ich war noch nie hier, nee. Noch nie? Ja, die Pegasus war ja auch wirklich noch nie? Nein, noch gar nie. Was ist denn hier? Eine leere Kiste. Noch nicht mal so ein bisschen. Hier ist sogar eine Mine, guck mal. Eine Mine. Eine Mine, müssten wir eigentlich mal reingucken. Ja, los, lass uns diesen Wassertempel-Quatsch, lass mal eine anständige Höhlentour machen, da freuen sich genau. Die Leute auch. Nein, wir werden natürlich zum Wassertempel latschen. Wir müssen aber erstmal hier aus den Eiszacken raus. In denen Zordon tatsächlich noch nie war. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das Gasthaus ist so gut. Ich werde ja hier erstmal den Trank, den packe ich erstmal beiseite. Und wie ich mich kenne, drücke ich da irgendwann drauf und dann habe ich den getrunken. Den hat uns nämlich der Zordon mitgebracht. Ein Trank der Atmung, ja? Ja, oder so. Da hinten ist die Pegasus, die müssen wir dann wiederfinden. Bestimmt, ne? Ja, eine Sigi. Sigi. Diesen Trank, den macht man aus Kugelfischgift. Also ihr wisst ja, man muss den Kugelfisch genau richtig anschneiden. Und ich habe da, natürlich habe ich dafür eine Lizenz. Ja, genau. Also vielleicht werden wir ihn nehmen. Oh, da ist ein Schaf, total gut. Manchmal sucht man Schafe und dann findet man sie nicht. Und hier rennen sie einfach so rum. Hab ich auch gehört schon. Hups. Ja. Essen habe ich genug dabei, ich hoffe ihr auch. Wenn nicht, dann kann ich euch sogar noch mitverpflegen. Also wir sind alle perfekt ausgerüstet. Ja. Ich gucken, dass wir hier nicht in irgendeine Schlucht stürzen oder so. Ich habe sogar eine Uhr dabei, aber ich glaube, da unter Wasser, in dem Unterwassertempel, da gucken wir eh nicht auf die Zeit. Nee, da kann man nicht auf die Zeit achten. Uhr hätte ich auch mitgehabt, aber... Mal gucken, ob einmal Schäflein noch da sind. Sind alle noch da? Ja, der Wassertempel. Wer jetzt nicht weiß, warum wir da rein wollen, natürlich, um die Rohstoffe rauszuholen. Und wir haben damals bei der Reise, der Zordon und ich, haben bei der Reise schon mal so einen Tempel entdeckt. Wir haben ja mal eine große Reise gemacht nach Neugedungen in die neuen Weltreiche. Weltreiche hört sich falsch an. Und haben da einen Wassertempel entdeckt, waren da auch schon drinne und haben dann gesagt, das müssen wir unbedingt mal machen, da müssen wir unbedingt mal irgendwann rein und da alles rausholen, alles plündern. Also, irgendwann ist bestimmt fast 100 Folgen her wieder. Ja, also, jetzt wird's auch Zeit. Echt, das hat sich lange hingestreckt, das Ganze. Und so lange her, dass wir mal wieder alle gemeinsam was gemacht haben, finde ich schön. Ja. Dass es heute geklappt hat, am frühen Nachmittag. Also, ne, eine völlig untypische Aufnahmezeit. Ja. Na, für mich nicht. Für dich nicht, für mich total untypisch, schon. Ja, genau. Okay. Katze, hör auf mich zu stupsen. Ich nehme meistens immer in der Nacht auf. Uah, ich fahre einen Zorn ans Kopf. Da ist nicht viel los, da kannst du dich, da verläufst du dich noch. Ja, der Diamanthelm kaschiert das aber sehr schön. Ja, ne? Ja. Ich habe dein Gehirn drauf gemalt. Also wir müssen im Grunde immer Richtung Nord. Der Tempel liegt genau im Norden, weil damals bin ich auch nach Norden gereist. Und hier kommt jetzt eine große Eisebene. Total spannend. Mächtig gewaltig. Findet die Katze auch. Ja, wir haben also auch eine unsichtbare Katze dabei. Das ist total gut. Das ist meine Taschenkatze. Die Taschenkatze von Zordon. Könnte uns wenigstens keine Creeper angreifen. Richtig. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, dass unser Praktikant, hier der da neben Delfino, dass der heute sozusagen seine Abschlussprüfung macht. Tomcat macht seine Abschlussprüfung
Und danach habe ich noch was ganz Spezielles mit ihm vor, aber das wird nicht verraten. Das verraten wir erst ganz am Schluss. Deswegen hast du die ganzen Lötkolben und Kneifzangen gekauft. Ja, genau. Irgendwo, hier war ich schon mal, hier mit dem Schwebeschnee. Schwebeschnee. Kann man da drauf gehen? Ja, man kann da drauf gehen. Man geht da auch nicht drauf, wenn man da drauf geht. Schneebrücken. Oh. Gefährlich. Ja. Ja, das entsteht hier überall, so Schneebrücken. Ich denke mal, wenn da einfach Sand unter ist oder Kies und der fällt dann runter und dann bleibt die Schneebrücke da. Oh, eine Höhle. Ach, verdammt. Na, Höhlentour? Na? Nein, können wir uns nicht erlauben. Wir wollen heute Wassertempel. Es sind immer noch 1600 Block übrigens. Ach so. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir haben ja bei unserer Reise die Erfahrung gemacht, dass man so ungefähr, wie viel haben wir mal geschafft am Tag? 2000? 20, 30 so. 30.000 Block? Nee, 20, 30. So. Ja. Nee, 1000 Block pro Tag, glaube ich, waren da locker drin. Alle erstmal am Futtern. Ja, wir sind Schnellreisende. Ist das Steak, die beste Ausdauer. Aber es liegt ja vor allen Dingen daran, weil wir die ganze Zeit irgendwie immer nur, oh, guck mal hier und guck mal da und so durch die Gänge gerannt sind wie so ein paar Touris in einer neuen Welt. Ja. Diesmal gibt's ja nichts zu sehen. Guck mal, Nougat-Schaf, das ist alles wird gut. Also wir werden auch über ein richtig großes Meer fahren. Nougat-Schaf, ja. Will nochmal wer lecken? Bringt das Glück an, dann müssen wir das Schwein. Nö, das ist lecker. Hier kommt bald ein großes Meer. Ich habe auch ein bisschen Holz dabei, dann können wir uns Boote bauen. Juhu! Und die wieder auf mannigfaltige Arten zerstören. Ich bin jedes Mal begeistert, wie gut dieses Wasserläufer ist, ne? Also man fliegt ja. Man fliegt ja durchs Wasser. Ich hab's noch gar nicht getestet, fällt mir irgendwie gerade auf. Kein Boot mehr, du läufst durchs Wasser. Ja. Echt? Du bist damit fast genauso schnell. Ja, schneller als ich, aber jedenfalls nicht viel langsamer. Hier kommt jetzt mehr. Es könnte sogar sein, dass da vorne noch meine Werkbank steht, wenn wir nämlich ganz genau nach Norden gelaufen sind. Rechts ist eine Werkbank. Ja, rechts. Ja, seht da. Da, genau. Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Sollten wir vielleicht nochmal pennen, bevor wir... Die Frage ist wo? Also hier irgendwo und dann die Bänder stehen lassen? Nee, komm, lass uns einfach weiterfahren. Wir sind ja ganz allein. Sozusagen, ich guck nochmal. Ja, sind nur wir Protagonisten dieses Abenteuers da. Ich baue einfach mal ein paar Boote. Wie viel soll ich denn bauen? 4 am besten, ne? Oh, ich habe noch ein Boot dabei. Ach so. Ich mache trotzdem 4. Ja. Ich will einfach 4 Boote bauen. Okay, warte. Hier, dann können wir doch nochmal pennen. Es wird ja jetzt doch sehr schnell dunkel. Hast du gesehen? Ui! So, Boote. Habt ihr alle eins? Da kann man echt gut einschlafen. Hat jeder ein Boot? So, dann können wir uns einmal schlafen legen. Ach, hier an der Werkbank, ja. Kann man nicht auf Eis. Hier auch nicht, doch. Oh, doch, guck mal, ist im Schnee dann verborgen. Tiefer gelegt. Ganz schön kalt, ich stelle mir eine Fackel daneben. Mach dir ein paar warme Gedanken. Warte, ich mach mal schnell einen Ofen. Vielleicht noch ein Haus? Genau, ein Haus. So, Fackel kann da stehen bleiben. Ich mach mir gleich einen Creeper. Ich mach mir gleich einen, sag ich. Ganz schön viele Tintenfische und Boote ins Wasser und dann los. Auf die Boote fertig los sozusagen. Und nicht gegen die Tintenfische donnern. Ich bin der Erste wahrscheinlich, der dagegen fährt. Alles wieder vermint hier. Ja. Selber niederfahren oder so. Noch 1300 Block, meine lieben tapferen Freunde. Ja, bis wir den Wassertempel vor uns erspähen werden. Kann natürlich sein, dass hier noch näher dran irgendwo einer ist. Das weiß ich sogar nicht. Aber der ist auf jeden Fall da. Weil da habe ich mal einen Wegpunkt gesetzt. Also das Gebiet passt dazu. Ne? Das ist so wie so ein Gebirge unter Wasser. Das haben wir ja bei der Reise damals auch gesehen. Dass es immer in diesen zerklüfteten Meerregionen viele sind. Hier liegt doch irgendwo das gesunkene Schiff der Kobolde. Oh je. Ja, die Armen. Hm. Ja, wir haben ja einen Gedenkstein gebaut für sie. Und damit ist es auch wieder gut. Nein, das ist natürlich gar nicht gut. Wir können halt nicht genau sagen, wer daran schuld ist, dass dieses Schiff gesunken ist, aber wir haben so unseren Verdacht. Jeder, der mit ihnen Geschäfte gemacht hat, ist verdächtig. Aber insbesondere eine Gruppierung, das ist wahr. Ja. Hier sind so ein paar Inselgruppen, also kleine Inseln. Aber es ist kein Nebel hier. Aber nee, kein Nebel. Könnten aber Elfeninseln sein, obwohl dann wären da irgendwelche schwebenden Blöcke oder so, wenn das Elfeninseln wären. Und da kommt ja schon eine größere Insel. Ich glaube, das ist aber auch wirklich nur, oder ist das schon sogar Festland? Da müssen wir, glaube ich, noch dran vorbei. Und dann ist das... Sieht aus wie eine Insel. Ja, sie sieht aus wie eine Insel. Und schöne Blumeninsel. Das ist eine Blumenfeeninsel. Da steht eine Werkbank, da war ich schon. Ah, ja. Huhu. Das ist eine schöne Insel, ne? Ja. Ja, es gibt auch nicht so schöne Inseln. aber das ist eine völlig andere Geschichte. Und hier kommen schon wieder Minen, also bewegliche Wasserminen in Form von Tintenfischen. Habt ihr alle noch eure Boote?
Jawohl. Ist noch keiner irgendwie irgendwie gegengefahren? Ich halte Abstand von euch. Okay. Papi hat uns ein paar Boote gemacht und dann sind wir los. Gleich haben wir nur noch 600 Block. 600 Block und wir können tatsächlich die ganze Strecke jetzt übers Meer fahren, das ist ganz günstig. Müssen uns dann aber noch eine kleine Insel suchen, wo wir dann nochmal pennen. Vielleicht müssen wir uns eine abbauen und aufbauen. Also, wenn du weißt, was ich meine. Insel zum Mitnehmen so. Oder? Und Erde hochstapeln. Oder ja, so, können wir machen. Ein bisschen Erde haben wir dabei. Aber vielleicht ist da ja auch eine ganz in der Nähe. Da ist jetzt zum Beispiel noch eine, die ist jetzt ungefähr 400 Block weg. Gucken, ob wir hier links vorbeikommen. Stay on target. Ja, das sieht gut aus. Also, das Meer ist natürlich riesig, ja. Das Meer ist riesig, ne? Das ist endlos Meer schon. Irgendwo da hinten ist dann die Kante, wo das Wasser runterstürzt, auf die andere Seite des Erdwürfels. Also nicht zu nah daran kommen, ne? Weil das ist natürlich dieser Strom, wenn man davon erstmal erfasst wird, von dieser Strömung, dann ist man verloren sozusagen, wird dann auf eine andere Seite von der Welt gespült. Ja, und dann hat man halt Pech gehabt, ne? Dann muss man für immer da bleiben und kann nie wieder zurück. Da herrschen auch ganz andere Weltengesetze. Ja, genau. Da stehen die Leute dann, die können nur liegen. Und hier ist das Schiff. Das Schiff, tatsächlich. Hier ist das Schiff. Dann ist der Wassertempel ja doch ganz in der Nähe. Oh, die hat's ja echt zerledert, ha? Die hat's echt zerledert, ja. Ach, schlimm. Schlimme Katastrophe, die hier passiert ist. Ja, dann ist es gar nicht schlecht, dass ich das Drachengeschütz jetzt nochmal erweitert habe. Ja, das hatte ich gesehen, total gut, mit den Kugeln. Ja, da ist der Tempel, dann können wir tatsächlich hier irgendwo nochmal pennen. Hier beim Boot. Ach, da ist der Tempel. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Wir werden uns den erstmal so ein bisschen anschauen von Weitem. Ich wette, wenn wir nur ein Stück nah dran fahren, dann werden wir schon verflucht. Das hatten wir ja auch erlebt, dass wir mit dem Boot dran verflucht sind. Werden. Also nicht so nah ran. Ja, aber das macht ja man sieht ihn da schon. Stimmt. Ja. Aber noch sehe ich keine grantigen Fische, also die scheinen sich noch zu verstecken. Vielleicht gibt es da gar keine. Hier ist noch eine Insel, die noch näher dran ist. Da hinten, ja, guck mal, hier dieses kleine Eierland. Hier haben wir doch schönen Strand. Ja. Ach Mensch, perfekto. Mhm. Kleine Bucht. Ah ja. Ja, stimmt, hier kann man sogar eine Bucht reinfahren. So. Und da ist auch direkt der Haupteingang. Haupteingang, Tempel. Dann können wir uns schon mal unsere Taktik zurechtlegen und in der nächsten Folge oder so können wir dann rein, oder? Ja, guter Plan. Der Praktikant geht mal vor. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Wir haben uns übrigens überlegt, dass wir alle gemeinsam agieren werden, möglichst. Damit und hinterher auch die ganzen errungenen Schätze dann durch vier teilen einfach. Richtig brüderlich. Damit das einfach ein bisschen schöner ist alles. Das Erlebnis, genau. Das gemeinsame Erlebnis. Wollen wir teilen. Ach, Delfino, dein Boot auch kaputt, ja? Ja, hier, die Insel hat mir hier nicht gefallen. Die habe ich schon mal umgebaut, so ein bisschen. Und da ist der Tempel. Und da sind schon die Lampen. Ich sehe schon diese Lampen, die Quallenlampen. Ja, auf die freue ich mich ja besonders. Du hast ja aus dem Schiffswrack welche erbeutet, habe ich gesehen, ne? Ja, die sind für die 3M-Landbank, genau. Die leuchten, die geben schönes Licht, geben die. Irgendwie ja. Meinst du, wir kriegen diesen ganzen Tempel rückgebaut, wie man so schon sagt? Wollen wir das denn? Wollen wir es nicht? Doch. Eigentlich schon. Wir wollen möglichst viel davon abbauen. Deshalb dürfen wir auch nicht viel Zeit verlieren. Wie spät ist das denn? Ist ein erhellichter Tag. Das ist mitten am Mittag, ja. Naja, wir können jetzt ja hier nicht einen halben Tag rumstehen und den Tempel uns angucken. Was machen wir jetzt? Zeron, dann erkunden wir diese Insel doch nochmal oder so. Ja, gucken wir uns die Insel hier mal an. Guck mal, hier gibt's Blumen und Schweine. Kann uns doch gar nichts passieren. Ist doch alles gut. Schweine sind gut, ne? Die bringen Glück, sagst du immer. Immer, ja. Ja. Man muss den Bauch prusten, muss man eben. Oh, hier ist ein schöner See. So. Gucken, ob da auch ein Tempel drin ist. Ganz kleiner. So ein ganz kleiner Mini-Tempel. Guck mal, das sieht aus wie so ein Vulkankrater oder kann so ein Meteorkrater. Kann sein, das hier mal. Und hier sind Höhlen, juhu. Und da geht's auch ganz weit runter. Genau. Und da unten glitzern Diamanten. Was? Wo? Ja. Ein schöner Tag. Wir machen uns noch einen schönen Tag hier am See. Ich werde mir ein Handtuch machen aus einem Schaf. Ich werde noch ein bisschen Tauchübungen machen. Ein paar Blumen pflücken. Hier sind tatsächlich Schweine. Damit du Else was mitbringen kannst diesmal wieder, ne? Ja, genau. Pfingstrosen soll ich ja immer, die steht ja so auf Pfingstrosen, aber hier ist noch Flieder. Flieder magst du nicht, da sagt sie, der stinkt so. Deine Mutter stinkt, Else. Dann lass sie das bloß nicht hören. Also hier ist tatsächlich nur Flieder überall. Pfingstrosen sind hier gar nicht. Kann ich wieder keine Pfingstrosen mitbringen. Oh, hier ist irgendwo ein Zombie.
um mal zu zitieren, wo ich sehr gelacht habe letzte Woche, deine Mutter ist böse. Oh ja, die ist sehr böse. Ja, ja, das war oder, sehr... Nee, was hat er gesagt? Die ist total böse. Die ist total böse. Ja, das ist Insider. Ist immer schwer, das irgendwie unterzubringen, wenn man da nicht weiß. Also so ein schöner Teich hier. Da unten ist auch Kies drin, ne? Ist übrigens in den neuen Biomen so, dass immer Kies am Grunde des Meeres ist. Finde ich auch viel passender. Da passt der hin, der olle Kies. Ja, genau. Da ist er nicht im Weg. Ich mache mal unser Nachtlager ein bisschen schöner. Ich habe zwei Blumen gepflückt. Oh. Ich pflücke auch welche. Ja, das ist eigentlich total gut. Wir sind doch drei Elmländer. Warte mal, müssen wir noch mal so ein paar Birkis besorgen schnell. Eine Birke pflanzen? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber denk dran nicht, dass da eine Hexe runtersteht dann hinterher. Wollen wir die Endertruhen, nehmen wir die erstmal mit oder bauen wir die dann tatsächlich hier schon auf? Die nehmen wir mit, ne? Alles andere gibt ja keinen Sinn. Wir sind ja nicht weit weg davon, also ist die Frage, ob wir die groß brauchen, aber ja, besser ist das. Achso, ihr habt ja eure Betten schon aufgestellt. Hier ist noch ein Platz frei, dann nehme ich den doch. Wer hat denn diese schöne Wand gebaut? Das sind unsere Boote, also unsere Ex-Boote. Die Ex-Boote. Okay. Richtig. Die sind... Dann komm her, kriegt derjenige auch noch eine Fackel und dann... Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Werkbank. Wir hatten hier sein Bett so schief hingestellt. Sogar eine Werkbank dabei. Wir haben unsere zuerst aufgebaut. Die Seite ist richtig. Die Seite ist richtig. Das soll versetzt sein, das gehört so. Ach so. Dann bin, wo seid denn ihr jetzt eigentlich? Verdammt, ich habe mich verlaufen. Das Bett müsste dann dahin. Ja, eine Werkbank, wie schön. Was? So? Da war eine Werkbank, ja. Genau, haha. Ich weiß ja noch, wo eine Endertruhe steht. In dem Wrack ist da, eine. Ja, da ist auch eine. Da ist auch eine, ja. Nee, ich erinnere mich jetzt gerade an die auf der Pilzinsel. Ach so, oder ja. Nee, das war ja noch nicht mal auf der Pilzinsel, sondern davor noch. Ja. Die wir da stehen lassen. Guten Tag, Herr Hammerson. So, mein Bett mal markieren hier. Ich mache mir da immer ganz gerne so eine Fußplatte dran, weil dann rutsche ich nicht mal raus aus dem Bett. Also, ne, da kann ich dann immer mit Füßen gegentreten. Oh, ist ja schön. Ja, Bett. Mhm. Opa. Ceron. Man könnte natürlich auch noch, ne, für ältere Menschen so ein Bett machen. Das wäre dann so. Oh, das ist böse. So. Achso, von wegen nicht rausfallen. ja, genau. Ja, schönes Bett. Ja. Schön gesichert. Also ich gehe auf Nummer sicher bei dieser ganzen Aktion, wie man sieht. Sogar das Bett ist gesichert. Oh, diese Sicherheitsfanatiker immer. Schlimm, ne? Schlimm. Ja, oh. Also die alten Leute, ja. Ja, die ältere Generation. Das hat nicht immer mehr. Guck mal, mein Boot ist noch heile geblieben. Sind eure alle kaputt? Naja. Ja. Ich sehe aber immer noch keine Fische. Ich sehe immer noch keine Fische. Ich glaube, die haben heute Ruhetag oder wie, so. Wie ist denn der Plan? Wie ist die Taktik? Wie wollen wir vorgehen? Also wir werden irgendwo gemeinsam rein und dann alles kaputt kloppen. Richtig. Naja, wir müssen versuchen, ins Zentrum vorzudringen, damit wir diese Leitfische, diese Zauberfische, da, die uns immer verfluchen, dass wir die als erstes ausschalten. Mhm. Also es nützt ja nichts, wenn wir einfach nur blindlings durchlaufen und alles kaputt schlagen. Ja, ich mein, das stimmt. Gut, andererseits, das hilft immer, aber in diesem Fall vielleicht nicht. So, ich mach's uns ein bisschen schick. Wer hat denn hier eine Truhe hingebaut? Na, ich. Das ist wichtig. Ja, aber da kann ich gar keine Blume mehr hinsetzen. Ich kann die halbe Truhe wegnehmen. Sag, nein, alles gut. Ah, gut. Stimmt, dann kann ich mal meine Blümchen... Es wird dunkel. Wir sind wie die Mädchen hier im Gange. Oh. Guckt euch das an, was wir uns hier schön zurecht gemacht haben. Und morgen wollen wir dann Helden sein auf einmal. Dann nehmen wir auch alle den Trank, ne? Den aus dem Kugelfisch. Der gar nicht giftig ist. Nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Haha. Tschüss. 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 Ein neuer Tag, eine neue Folge. Heute ist der große Tag. Das große Abenteuer wartet auf uns in Form eines Wassertempels mit einäugigen Fischen. Genau. Ich dachte, du wolltest was Böses sagen. Bei uns sind... auch heute wieder der heldenhafte Barbar Zordan, dann bin ich. Der Hauptmann Delfino von der Drachenwacht. Hallo. Und unser allerliebster Praktikant Tomcat, der heute noch Praktikant ist und dann schon bald vielleicht nicht mehr, sondern ein freier Mann. Okay, gehen wir es an. Ne? Wir haben lange genug geredet. Nehmen wir den Trank, bevor wir da runtergehen, oder? Du, den brauchst du ja erst, wenn
Ja, man kann den gleich nehmen oder man nimmt den später. Das ist, man nimmt den dann, wenn die, genau, später. Also es macht keinen Sinn, den zu nehmen, wenn die Luftblasen ganz runter sind, weil der wirkt dann 8 Minuten und danach, also die Luftblasen füllen sich nicht wieder auf. Ach so. Also macht es schon eher Sinn, den gleich zu nehmen, da hast du recht. Weil wenn wir erstmal drin sind und uns einmal festgesetzt haben da drinnen, dann ist ja auch gut, ne? Aber okay, genau. Wir wollen ja wahrscheinlich durch den Haupteingang, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir durch den Haupteingang? Ja, doch, da wir ziemlich schnell unter dem Abbaufluch leiden werden, wenn wir darauf zugehen, müssen wir wahrscheinlich durch den Haupteingang. Ja, genau, machen wir. Haupteingang. Haupteingang! Okay, dann hat man da mal eine Luftblase. Ja. Möge Mojang uns beistehen. Auf die Plätze fertig, Klos. Prost. Genau. Ich muss den trinken. So, jetzt haben wir, ne? Hä? Ach, der hat sich sofort mit Wasser wieder aufgefüllt. Deswegen. Ach so. Ich dachte jetzt gerade, was ist denn hier los? Ach so. Ja, wenn du den unter Wasser trinkst, dann geht der gleich wieder voll. Okay, Schwert in die Hand. Wo sind denn die Typen? Links. Okay. Kommen da welche? Ja, ich sehe noch keine. Ich guck da gar nicht hin. Es ist ganz schön düster hier drin. Ich hoffe, das Licht wird sich gleich noch ein bisschen jetzt wird's heller. Verbessern. Hier von den Lampen. Wir hätten uns Glowstone mitnehmen sollen, wir Ochsen. Okay, schnell hier rein. Weil es geht. Da ist schon einer. Hier geht's schon los. Boah, und der Fluch, jawohl. Bin ich jetzt auch verflucht? Wir sind alle. Hast du den getötet? Nee, der ist abgehauen. Machen irgendwie. Wir erstmal alle tot oder wie ist der Plan? Wir suchen erstmal die dicken Fische. Oben auf der Minimap sieht man die ja auch. 3 Stück scheint es zu sein, vielleicht auch 4. Ich sehe die nicht. Jetzt sind wir schon alle auseinandergerannt, ne? Nee, wir drei stehen zusammen. Okay, dann los. Wo gehen wir lang? Da rein. Hier? Ja, genau, lass es da reingehen. Alle 5 zusammen. 4, 3, 2, 1, was auch. Meine Luftblasen bauen sich noch nie ab. Wir haben ja 8 Minuten jetzt einmal Zeit, sozusagen. Jo. Hier ist einer. Der mal hier. Stirb. Du kannst mich nicht. Ich kann ja mal Milch nehmen. Milch? Wirkt's? Hier kann man hoch? Ich glaube ja. Warte mal. Ja, ich kann abbauen. Ah, sehr gut. Funktioniert. Sollen wir hier in der Mitte hoch, um zu gucken, dass wir den finden? Wer? Nee, ich hab ein bisschen Hutsamkeit. Nee, ich hab den, hier die Lampen will ich gerne haben. Okay, wo geht's lang, Freunde? Ich bin schon wieder verflucht. Nach oben hier, nach oben. Nach oben? Hier hinten. Da ist irgendwo, wer hat mich da? Irgendwer hat mich gehauen. Das war der Laserstrahl. Die Luftblasen gehen weg. Nee, bei dir wahrscheinlich, weil du die Milch genommen hast. Ah, verdammt. Ja. Ich hab hier vorne eine Tür. Oh, hier ist ein Schwamm, Das ist gut. Aber wahrscheinlich das Gleiche. Mal gucken, wo der Zorn eines ist. Wir sind doch alle hier auf der gleichen Ebene, oder? Ja, der ist ein hoch. Ah, okay. Ich gucke gerade, ob es hier noch weitergeht, aber... Ist das? Ja, nee. Ich muss jetzt natürlich über Leitern aufhängen. So Luftleitern. Aber ist auch kein Problem. Hier sind Schwämme, aber das holen wir später. Mhm. Weiter geht's hier anscheinend nicht. Zumindest sehe ich es. Fluch ist schon wieder da. Dunkel. Aber wir haben ja... Gott sei Dank. Das Schlimme ist, die Eimer füllen sich dann auch wieder sofort mit Wasser. Ja. Das heißt, man kann die... Nee, doch nicht. Wenn man da nicht nochmal zugräbt. Okay, hier sind Lampen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ach, das funktioniert aber einwandfrei. Also ich kann mit der Milch sozusagen... Oh, schon wieder verflucht. Okay, ja, deswegen, wir müssen jetzt mal... Es macht keinen Sinn. Lass uns erstmal die Viecher schlachten. Okay. Genau. Wo lang? Wo sind wir denn? Oh, Köppe. Überall Köppe. Draußen waren auf jeden Fall welche, aber ich weiß ja nicht, wie viele es hier gibt. Nee, wir müssen möglichst in die Mitte, um diese Viecher zu finden. Hier drinnen, bei mir ist einer. Jetzt sind wir ziemlich zentral. Warte mal, ich glaube, wenn wir hier hochgehen, müsste eigentlich einer da sein irgendwo. Okay. Hier geht's gar nicht hoch. Die sind direkt beide vorm Haupteingang. Vorsicht. Ja, das sind normale Fische, du mal, okay. Oder? Ich meine jetzt die weißen, diese weiß-grauen. Ich höre die, aber ich kann sie nicht sehen. Die müssen unter uns sein. Anvisiert. Wir sind ja immer noch am Eingang hier, sozusagen. Ist da wer? Hier oben könnte es lang gehen. Nee. Da ist einer. Au. Ich muss immer mal Luft holen. Oh ja, hier sind 2. Weil ich das ja versemmelt habe mit dem... wo geht's denn hier hoch? Ich habe 2 erledigt. Okay. Ich sterbe gerade, warum? Warum krieg ich Schaden? Da ist einer. Warum habe ich nicht... Ich hab einen gefunden. Ja. Oh, hinter mir ist einer. Boah. Und der hat ziemlich viele Leute dabei. Ich bin hier oben, aber ich sehe euch nicht. Du musst das essen. Deron, hast du die? Ja, ja. Nee, hast du nicht. Ich werde hier angeschossen von den Viechern. Hast du erledigt? Ja. Okay. Juhu! Wo bist du, Zordern? Ich bin eine Etage hoch und dann den einzigen Weg gegangen, den man gehen konnte. Okay. Und dann bin ich in so eine Hauptkammer gekommen. Ah, da ist er. Da ist er, genau. Okay, machen wir da fertig. Oh, ist ein kleiner.
Habt ihr auch einen gefunden? Ja. Ich habe auch schon einen erledigt, also ist es jetzt wahrscheinlich nur noch einer übrig. Gleich. Ich muss aber... Jawohl. Oh, hier ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ja. Ich muss mal ganz kurz irgendwo Luft holen. Aber jetzt muss ich erstmal meine Jungs wieder suchen. Boah, die machen uns ganz schön fertig hier. Wie viel hast du? Wobei, warte, ich helfe dir. Ah, den erwische ich nicht, warum nicht? Ich auch nicht. Da ist einer, den kann ich nicht hauen. Es war gerade irgendwie ein Leck. Ja, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Das sind zwei. Boah, ganz schön heftig. Ja, ich kann schnell unter Wasser laufen, damit hast du nicht gerechnet, ne? Du Arsch. Okay, den habe ich erledigt. Schnell zurück zur Leiter. Ich habe den Eindruck, dass immer... Ah, ich bin wieder verzaubert. Ja, ich auch. Ja gut, wir müssen die alle töten. Wir müssen die Bosse töten, ne? Einer ist noch übrig, laut Karte. Ich bin im großen Raum, glaube ich, gerade. Das sind die ganz normalen immer, ne? Die spawnen immer wieder. Zordan ist schon wieder ganz woanders. Nee, ich hab mich verlaufen, ich suche euch die ganze Zeit. Wir sind hier, ne? Ja. Da unten ist noch ein Fisch. Einen von euch sehe ich. Hier sind zwei. Oh, ich werde schon wieder voll verzaubert. Total verzaubernd. Du weißt, was verzaubert im emeraldischen Raum bedeutet. Ja, ja. Okay, die haben alle kalt gemacht. Schnell eine Leiter aufhängen. Oh, da ist wieder einer. Ja, ja. Ganz schön heftig. Da hier ist auch noch einer. Hier geht's nirgendwo raus. Und das Problem ist, da ich nicht abbauen kann. Naja. Okay, man kann ganz kurzfristig eine Milch sich reinziehen. Okay, den haben wir erledigt. Ja, aber dann ist mein Unterwasseratemtrank ja auch weg. Ja, aber meiner ist ja schon die ganze Zeit weg. Ja, vergiftet. So. Ist nichts. Okay, lass uns mal ganz kurz überlegen. Jetzt sind wir hier weiter runtergegangen. Irgendwo muss auch dieser Hauptraum sein. Hier geht's weiter. Okay, ich glaube, ich finde euch gleich wieder. Ja, aber wir sind jetzt irgendwie ganz unten. Ja, ja, lass uns mal hier lang gehen, Freunde. Wir warten ganz kurz auf Zordan. So machen wir es, das ist ein Plan. Bisher war das ja alles eher wie so ein Hühnerhaufen hier. Ah, ich hab euch, Tomcat. Da ist schon wieder einer. Ah, hinten sehe ich jemanden. Und jetzt sind sie wieder weg. Hä? Da unten ist einer. Wo ist er? Seid ihr draußen oder wo? Nee, wir sind hier unten. Ganz unten. Ganz unten. Und da geht's auch weiter. Wir sehen unten. Das sieht gut aus. Ah, hier ist er. Seid dann da. Das kommt davon, wenn man die Glocke. Man sieht kurz einen und dann ist er wieder weg. Wo seid ihr? Ah, da. Da ist Tomcat. Den habe ich wieder gefunden. Schön. Ja. Jetzt sind wir zusammen alle. Okay. Bleib ich jetzt bei dir. Ihr seid ganz unten oder ganz oben? Also ich bin der Meinung, die sind rechts, habe ich sie gesehen. Warte, ich komme an... Oh, jetzt sehe ich sie. Jetzt müssen wir in die Richtung, müssen wir wieder zurück. Genau. Da sind sie ziemlich zentral. Wir warten hier auf euch sozusagen. Ich sehe euch, aber ich weiß nicht, ob wir zu euch kommen können, weil wir müssen nach oben. Warte mal. Oh, hier ist schon wieder einer. Ihr müsst nach oben? Ja, wir sind unter euch. Oh. Ah ja, hier müssten wir jetzt eigentlich auf euch stoßen. Ja. Tada! Ah. Ja, und bist du noch hinter mir? Ja. Geht's hier unten weiter? Genau, hier unten können wir weitergehen. Chef? Da. Hier. Alle da. Da hinten ist ein Fisch. Und da ist der nächste große, glaube ich, oder? Doch nicht. Ah, hier sind ganz viele kleine. Boah, jetzt machen sie uns aber ganz schön die Hölle heiß hier. Ich muss mal kurz um die Ecke gehen. Mir hier eine Atemleiter hinbauen. So. Okay, weiter geht's. Atemnot. Wir hatten hier einen Fisch verloren. Hier ist ein großer. Nee, ist ein kleiner. Hier sind noch ganz viele Kammern. Ah, so irgendwo muss ja auch dann die Hauptkammer sein. Ja, ich frage mich, warum hier ein Zombie rumläuft. Wahrscheinlich in so einer Wasserblase gespawnt, die ich gebaut habe. Das kann sein, ja. Hier geht's noch hoch, aber hier geht's auch noch weiter. Also ich bin mir sicher, wir sind ganz in der Nähe von dem Vieh, aber wir müssen nach oben. Okay. Sieht hier irgendwer was? Weil da ist so finster. Fliegen noch überall Fische rum. Wir müssen nach oben, also, ja? So langsam wird meine Luft knapp. Oh ja, bei mir baut sie sich jetzt auch ab langsam. Ja. Ich habe hier überall Leitern schon aufgehängt. Ja, das ist gut. Wir müssen nach oben. Ist ja nur, dass wir darauf achten müssen. Jetzt habe ich die Jungs verloren. Ja, genau. Er muss darauf achten, dass dann alles ein bisschen schwerer. Hier, kommt mal hier rüber. Ja. Hier, wo es winkt. Hier oben. Zeron, nach links. Links? Wo denn? Ja, genau. Ja. Da hinten. Okay. Ich glaube, hier könnte es in die richtige Richtung weitergehen. So, da ist mal nix. Da sind sie lang. Also, hier ist doch nicht. Wieder einer. Da ist wieder so kleiner. Aber vielleicht hier durch das Loch runter. Ach nee, hier sind nur Lampen. Luft holen. Nicht vergessen. Okay. Oder ob man. Kannst du jetzt gerade gut abbauen oder nicht? Nee, gerade nicht. Gerade nicht. Gerade ist schlecht, geht's, ne? Geht's hier noch hoch irgendwie? Hier geht's nicht hoch. Oh, Fisch. Ja, da ist gar nichts. Ja, hier ist nur so ein
Glubschaugen-Kamerad. Hier kommen wir ja her. Ist ja blöd. Ja, das ist die Kamera mit dem dicken Fisch. Vielleicht große könnten wir hier nochmal lang. Kleine Fische. Hier, links. Ah, hier waren wir auch schon. Das ist, glaube ich, auch nur eine Kammer. Hier geht's auch nicht weiter. Nee. Also im Grunde müssten wir in der Mitte. Und dann müssten. Wir können ja mal einen Plan machen. Ich gehe jetzt da hoch und ihr schlagt alle Fische tot und ich hau mir eine Milch rein. Mhm. Und dann kann ich ja abbauen, dann könnte ich mich ja nach oben buddeln, theoretisch, oder? Ja. Okay, ich hau mir jetzt eine Milch rein und ihr passt auf, dass mich kein Fisch... Wo bist du? Halt, ich bin hier. Wo du bist. Hier, ich bin direkt hinter dir. Ach, das bist du. Ja, ja, ich bin das, mit einem Eimer Milch in der Hand. Okay, eine gute Milch. 1, 2, 3. Versuch mal klug. Schon wieder. Ja, kannst vergessen. Ja, kannst echt knicken. Hier kann man so schnell. Wir müssen einen Weg finden, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück oder wo wollen wir lang? Auf jeden Fall atmen nicht vergessen. Ja, das ist wichtig. Ups, atmen. Ich würde sagen, wir gehen hier irgendwie lang. Zurück. Ja, wenn man die Karte groß macht, dann sieht man die Fische leider nicht mehr. Nee. Wir müssen ja darüber. Aber. Ah, da ist so finster, sehe ich fast nichts mehr. Ja. Wo sonst denn jetzt alle? Ich bin hier. Also ich wollte jetzt wieder zurückgehen, im Grunde. Ja, die Seitengänge sind da also so finster. Oh, jetzt sind alle weg. In der Mitte, in dem großen Raum, da wo der... Da seid ihr, ist. Ja, okay, ich komm da hin. Ja, zau dann hinter dir. Aber da ging's ja nicht weiter. Oh, alter Schwede. Da ist schon wieder was Party. Hier ging's ja nicht weiter, das war ja das Problem, oder? Hier geht's noch irgendwie weiter, aber da... Nee, das ist noch derselbe Raum. Ja, hier sind ein paar Abbauspuren, aber ansonsten... Zordern? Ja. Hinter dir bin ich. Ja, meine lieben tapferen Freunde, wir kommen nicht so richtig weiter. Nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen uns echt einen anderen Weg suchen. Da unten ist ein Fischi. Irgendwo muss der ja hier sein. Das ist... Komm doch nochmal um die Ecke. So, tot bist du. Das hast du jetzt davon. Wir müssen auf einen dieser äußeren Ringe, weil die andere Kammer habe ich auch durch so einen äußeren Habitatring gefunden. Also ganz nach außen und dann hoch. Ganz nach außen und dann kommt man irgendwie weiter, ja. Okay. Oh, hier ist noch ein Erfahrungsnupsi. Hier sind wir schon lang gekommen. Folgt ihr mir gerade oder geht jeder in seine Richtung irgendwie? Ich bin jetzt am Außenring. Okay. Der Fino ist bei mir. Ich komme da auch hin. Versuch das zumindest. Hier geht's irgendwie nicht weiter. War hier eine Luftblase? Ja. Mhm. Ah ja, da. Da seid ihr. Okay. Tomcat hat schon wieder einen Fisch am Haken. Ja, ich bin auch am Außenring. Und wo soll's denn hier losgehen? Ich sehe hier gar nichts. Jetzt suchen wir den Außenring entlang. Genau. Dann gehen wir den Weg rein. Genau. Alles klar. Guter Plan. Das ist auf dem Außenring schon wieder zu Ende. Ja. Außenring, da ist nichts. Kurz mal ein bisschen Futter in die Leiste legen. Okay. Wir gehen jetzt im Grunde erstmal zurück, ne? Oh, hier ist eine Superblase. Ja. Eine Superblase. Eine Superblase. Die Superblase. Wo sind wir hier? Können wir hier irgendwo weiter? Sieht schlecht aus, ne? Hier geht's weiter. Aber hier waren wir auch schon. Ist das denn wieder so ein Bart? Hier geht's weiter. Hallo? Dasselbe sagtest du vor. Oh! Ja. Hier oben. Ahnung habe ich natürlich auch keine, wo es eventuell weitergehen. Du hast einen Weg gefunden. Nee, ist nur eine Kammer. Oh, ich bin jetzt in eine. Oh, ich bin draußen. Ich werde gerade voll hinter Feuer genommen. Ah! Oh, guten Tag. Ja, da ist auch alles was los. Also wir müssen noch diesen letzten Stinkefisch finden, das gibt's doch nicht. Das ist auch mitten in der Nacht. Ich bin jetzt gerade ganz draußen angekommen und gucken, ob man sich da zentral runterarbeiten kann. Aber nee, dafür müsste man erstmal nicht mehr gelähmt sein. Ah, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Wo ist denn hier? Ich höre das viel. Schwer zu betreiben. Direkt in der Mitte. Schwer zu beschreiben. Das Vieh ist direkt in der Mitte. Schwer zu vertreiben. Ja, also wenn du auf die Pyramide mitten drauf gehst, dann hörst du den. Ah, das gibt's doch gar nicht. Da müssen wir ganz nach oben kommen irgendwie. Und da gibt's bestimmt nur einen Weg. Und das ist total schwer, den zu finden wahrscheinlich. Ich bin jetzt hier in so einem Raum. Ist aber auch stockefinster hier. Ich habe noch 3 Milch. Ich würde es ja versuchen, aber es bringt's einfach nicht. Nee, du bist ja sofort wieder verflucht. Ja, ich bin verflucht. Verflucht. Aua, jetzt reißen sie mir aber auch schon den Pöter auf ein bisschen hier. Oh, Zeron, ich bin hinter dir. Ja, Vorsicht, Glubschi-Fisch. Jetzt klingt das Telefon. Juhu. Oh. Ja. Ah. Hab auch direkt auf den geschlagen. Ich kann nicht rangehen. Ich kann mir vorstellen, wer da gerade anruft, aber ich kann nicht rangehen, verdammt.
Wo geht's denn hier hin? Das ist wieder Außenring. Die Frage ist, wo geht's hier hoch? Erstmal, wo geht's hoch? Tja, liebe Freunde, das ist ja, ein aufregendes Labyrinth und wir stehen alle ganz schön nass da. Nass da. So. Okay, hier ist ein Gang, der außen lang geht, da wo wir noch nicht waren. Wo? Also ich bin am Außen. Ja. Jetzt. Ich höre das Vieh aber. Du bist draußen, Zordern, ja? Ja, ich bin gerade, aber jetzt gehe ich mal durch den Haupteingang einfach rein. Ich suche gerade den Tomcat oder irgendwen. Ich bin bei Delfino, wir sind am Außenring. Ah ja, okay. Ich komme da hin. Ich bin auch am Außenring, aber halt am Haupteingang. Und habt ihr da irgendwas gefunden? Nicht wirklich, außer halt die kleinen Fische ständig. Es sind weniger geworden, ne? Wir haben den ganzen Tag getötet. Ja, die sind auch ganz viel draußen. Wenn du draußen vor die Tür kommst, dann wirst du erstmal bombardiert. Also hier müsste ja irgendwo die Mitte sein, ne? Also hier so. Hat jemand eine paar Leitern für mich? Ja. Oh. Weil dann gucke ich mal. Ich spawn doch immer wieder. Ja, oh, ich höre dich. Ich höre dich. Und riechen tue ich dich auch. Ja, verdammt. Hier, hallo. Hi. Was meinst du denn, wo könntest du eventuell lang gehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind ganz nah dran an dem. Ich frage mich nur, ob er über uns ist oder hinter dieser Wand einfach dahinter. Das klingt so, als wenn er hier hinter dieser Wand ist. Hinter welcher? Warte, ich komme hin. Hinter dieser Außenwand hier. Warte mal. Lass mal eine Luftleiter setzen hier. Pass mal auf, jetzt andere Planänderung. Ich mache jetzt hier einfach mal Erde hin. Komplette Planänderung gerade mal. Geh mal beiseite. Oh oh. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Du hast einen Weg gefunden? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Da sind okay. So viele gerade von den Leuten. Ich bin total schlau. Verhängnis werden. Ich habe gerade hier selber eingebaut. Das ist total lustig. Wir müssen am Außenring außen, also glaube ich. Ich kann es nicht abbauen, richtig. Jetzt muss ich Milch trinken. Oh, Gott sei Dank. Hallo, ich bin wieder rausgekommen. Okay, jetzt müssen wir Tomcat suchen. Der hat irgendwas gefunden, hat er gesagt. Ja, ich bräuchte gleich dann um. Ja, ich komme. Wo bist du denn? Im. Ja, ich sehe dich ja auf der Map. Genau, ich bin quasi unten in dem großen Gang, also diesen Außengang. Ja. Hi, warte mal, Tomcat, da ist er, ja, genau. Okay. Und wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen in die Richtung, wo ich gucke, geht's hinten ganz rechts rum, einmal komplett. Und da war keiner, da sind keine Leitern etc. Okay. Aber die Luft wurde halt zu knapp und ich musste umdrehen. Oh, ich bin wieder. Da kam der Fluch wieder. Ja, da kam der Fluch. Ah. Oh, ich bin schon wieder draußen. Okay, Leitern gebe ich dir, warte. Zack. Die liegen da, Tomcat, neben dir. Jo. Und jetzt folge ich dir. Okay. Dann geht's hier ein dünner Gang rum. Ah, genau. Der sitzt hier in der. Was? Meine Leiter? Ich hab ihn, der sitzt hier in der Decke. Was? Der sitzt in der Decke? Ja. Da oben drauf. Okay, Leute, folgender Plan. Schafft ihr es, nach draußen zu kommen? Ja, wir suchen hier gerade einen Weg irgendwie. Naja, mal gucken. Irgendwie kommen da gerade wieder die ganzen Fische hin. Ich bin jetzt nämlich, ich bin direkt vor ihm. Okay, das wäre gut. Hab ihn! Sehr gut. Aber war das auch der letzte? Das ist die Frage. Nein, der war nämlich tatsächlich, und den hätten wir nie gefunden. Hier? Der ist einfach in den Gängen geschwommen. Das war ein Zufall, dass ich den gerade gefunden habe. Der ist in den Gängen rumgeschwommen? Ja, der ist. Okay. Ich habe mich von oben durchgegraben, kurz eine Milch genommen und da war er dann einfach. Und wie ist es jetzt? Jetzt haben wir theoretisch ja drei besiegt. Ja, aber es gibt doch. Es gibt doch aber noch so einen Schatzraum, oder nicht? Wo also. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch der da, wo in der Mitte der. Ja, genau. Oder nicht. Könnte sein. Den können wir dann plündern dann. Ja, aber jetzt sind ja trotzdem überall noch diese Fischis. Aber die kommen jetzt keine neuen mehr, ja, wenn die alle tot sind. Jetzt dürften wir zumindest nicht mehr verflucht werden, genau. Ach so, okay. Okay, dann probier ich das. Die normalen Fischis, die schwimmen hier natürlich weiter rum. Also im Prinzip würde ich jetzt sagen, auf die Spitzhacke, fertig, los. Ja. Milch trinken. Und dann alles platt machen. Milch trinken. Ja, okay. Gucken, ob wir noch verflucht werden. Sieht nicht so aus. Nö. Okay, dann können wir jetzt loslegen hier. Dann nehmen wir den jetzt einfach auseinander, den Tempel. Ja, oder wie? Ja, von oben nach unten abbauen. Ich habe mir oben jetzt schon ein Loch reingehauen. Ah, warte mal, ich schwimme mal zur Tempelspitze. Ich habe oben jetzt auch ein Loch, sehr gut. Ach, der Zorn ist hier schon drin, ne?
Uhu. Okay. Hello. Dann geht's los. Ja, von der Tempelspitze habe ich näher angefunden. Also ja, da saß da direkt drunter in dem Gang. Also das ja. Ich weiß nicht, wie wir da sonst hätten hinkommen können. Ja, Freunde, wir haben es theoretisch geschafft, ne? Also wir haben zumindest, wir werden nicht mehr verflucht. Das ist ein Zeichen dafür, dass zumindest hier keine diese großen Fische alle tot sind. Und jetzt können wir hier loslegen. Können hier nach und nach den ganzen Tempel abbauen. Noch diese fiesen Kleinen. Ja. Ab und zu mal Luft holen, nicht vergessen, und dann alles ist gut. Mal ganz kurz gucken. War alles ein bisschen chaotisch, war aber klar, dass es irgendwie alles immer ein bisschen chaotisch wird. Aber es hat funktioniert. Wir haben die drei großen Monsterfische getötet. Und ja. Das Problem mit diesen Labyrinthen ist, die sind aber auch so, weil es auch so dunkel ist, man verliert sich ja auch sofort. Ne? Also, jetzt ich habe versucht, immer dran zu bleiben, aber ja. ich konnte es nicht. Einfach den Tempel hier schön schänen. Also wir haben es uns auch verdient, also wir haben ja das ganze Ding sozusagen, ja. Hast du ihn? Ne, ist bei dir weg. Da ist wieder einer. Da sind noch mehrere kleine. Ich bin jetzt gerade draußen. Wir bauen ihn von außen nach innen ab. Ja, müssen wir mal gucken, wie viel wir jetzt hier mitnehmen, ne? Ist eigentlich schon wieder tags? Ja, sieht so aus. Ist Tag. Schön. Hier drin sieht man trotzdem nicht mehr. Man hätte den natürlich auch trockenlegen können, den Tempel. Mit Schwämmen, oder was? Ja, Schwamm habe ich keinen gefunden, leider. Irgendwo in irgendeinem Turm hatte ich mal welche gesehen, ja. Aber da konnten wir sie noch nicht abbauen. Okay. Weil wäre schön, wenn jeder einen Schwamm von diesem... Ich hab hier eine Fläche mit Schwämmen. Okay. Über dir. Muss man die mit Behutsamkeit oder kann man die ganz normal abbauen? Behutsamkeit habe ich jetzt genommen. Okay. Hier ist der Eingang. Ich baue die einfach mal ab. Ja. Habe ich das Behutsamkeit? Jo. Jö, ich baue hier auch total willkürlich ab. Wie richtet man in kürzester Zeit möglichst großen Schaden an? Ah, wir können ja hier Effizienz nehmen. Genau. Oh. Zurück ins Spiel. Na nun, bist du verschwunden? Oh. So, ich muss mal noch irgendwie... Mal Luft holen. Oh, Glibberfisch. Also die kommen schon immer noch, ne? Die Typen, diese Fischis. Ja, die normalen, die spawnen einfach noch weiter munter an. Ja, klar. Auch wenn der Tempel komplett abgebaut ist, das würde mich mal interessieren. Ja. Wobei gefühlsmäßig sind es schon weniger geworden. Ja, so ein bisschen, ne? Wir haben auch schon echt viele getötet. Ja, richtig, aber ein paar schwimmen so noch durch die Gänge. Ja. Die kloppen wir auch noch tot. Dann Kiekeboom. Machen wir ihr ganzes Zuhause kaputt. Und dann gehen wir. Ja, ich frage mich, was der zentrale Spawn von so einem Unterwassertempel ist. Ja. Vielleicht ist das ja irgendein bestimmter Block, wenn man den weghaut, dass dann keiner mehr kommt. Kann sein, ja. Ich sammle ganz viele von diesen Lampen ein, die sind echt schön. Ja, habe ich auch schon ein paar. Die Goldkammer habe ich gerade geplündert. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Das ist die Schatzkammer, die wir vorhin meinten. Stopp. Elender. Ja, wirklich. Ganz viel Fisch schon eingesammelt, irgendwie. Ich auch. Jetzt wird der Tempel natürlich immer noch unübersichtlicher, weil jetzt überall auch schon alles geplündert ist. Total gut. Ja, aber der Vorteil ist, wenn es uns zu unübersichtlich wird, hauen wir uns nach draußen. Ja, genau. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ich habe Kontakt zur Oberfläche und es ist Tag und hell. Ja, das ist schön. Ja, Erfolg. Erstmal ist keiner gestorben, glaube ich. Ne? Also alle haben es alle überlebt. Aua, noch sind wir nicht raus. Ich krieg Aua. Noch sind wir nicht raus, das stimmt. Aua. Hier draußen sind so viele gerade. Echt? Ja. Wir drin auch. Oh, ja, die kommen jetzt von oben rein, nachdem ich die Decke... Zero, mein Freund, schön, dich wieder zu sehen. Ja, wir plündern, hurra. Wie in alten Zeiten. So, das kommt alles weg hier. Lalalala. Ja, da haben wir es geschafft, unglaublich. Na, mal gucken, wie lange wir jetzt hier noch rumplündern. Weil wir werden natürlich nicht den ganzen Tempel abbauen, oder? Ja, genau. Sehr gute Idee. Oh, was denn? Ach, hier. Im Hafenbecken, so ein richtig schöner Tempel. Glibberfisch hat mich gerade attackiert, gibt's gar nicht. Unverschämtheit. Wir sind jetzt hier die neuen dicken Fische in dem Ding. Genau, das ist jetzt unser hier, geht weg. Das ist jetzt das neue 3M-Land. Ja, ein bisschen weit weg vom 3M-Lande. Egal. Ja. Wie viel Gold war denn da drin überhaupt in der Schale? Boah. Und
gut aus. Dafür, halt die dafür lohnt sich es aufstehen. Ja nicht. Dafür stehe ich normalerweise noch nicht mal auf. Da kann ich, wie viele Kronen kann ich mir daraus bauen? Nee, 8 Blöcke. Ah, na gut. Okay, das ist schon besser. Eine ganze Menge. Ja, klar, was habe ich denn jetzt eigentlich schon? Ich mag ja diesen, dieser Stein, der so ein bisschen aussieht wie Fischschuppen. Ja. Der ist ganz schick. Ich weiß gar nicht, ob das der normale Stein und dann nur zu Blöcken verwandelt wieder ist oder so. Ja, man kann das auch alles irgendwie craften aus den Einzelmaterialien. Es geht. Gibt es auch irgendwelche Rezepte, aber damit hat man sich natürlich überhaupt noch nicht beschäftigt, weil halt, war ja bisher nicht möglich, irgendwas zu bauen daraus. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch Grünstein hier, schöne grüne Steinfliesen, eben die so ein bisschen aussehen wie die Lapis Lazuli. Achso. Blöcke. Halt nur in grün. Alles in grün. So. Was die Folgen angeht, da müssen wir mal gucken. Ja, Zuschauer, das tut mir total. Nee, das tut mir total leid, dass es so dunkel ist. Man sieht da ja kaum was. Also ich muss mal gucken, ob man das aufhellen kann irgendwie oder so. Das ist auch echt ein bisschen schade. Aber das ist nicht anders möglich. Wir hätten das einzige. Oh, es ist schon wieder so einer. Das einzige, was jetzt wir jetzt hätten machen können, wären Glowstone-Lampen mitnehmen, die wir da setzen. Aber es war ja eigentlich auch alles mit diesen Quallenlampen eigentlich ganz gut ausgeleuchtet. Ja, die sollten wir vielleicht, erst zuletzt abbauen, stelle ich jetzt so gerade nach und nach fest. Ja, das wäre total schlau, habe ich aber auch nicht dran gedacht. Nee. Oh, hier draußen sind aber noch ziemlich viele von den Glibber-Kameraden. Ja, deswegen, also da draußen kriegst du echt einen Wash. Wir können ja einfach von oben anfangen abzubauen, dann haben wir immer noch das Tageslicht, das was ja auch ein bisschen was bringt. Das ist wahr. Da ist was Wahres dran. Und dann haben wir auch ein bisschen Licht. Es war ja auch mal so der Gedanke, dass man so einen ganzen Tempel trocken legt, dass man den später dann noch begehen kann. Aber erstmal brauchen wir jetzt Materialien. Das machen wir mit dem nächsten. Genau. Gibt's dann auch genug. Und hier kann man ja auch immer wieder hinreisen. Ist immer wieder eine Reise wert und kann sich da die Reste noch aus der Wand knöpeln. Genau, popeln. Jo. Zerons Resterampe. Das ist witzig, hier in der Nähe von Magdeburg, wo ich halt wohne, gibt es wirklich einen Ort, da gibt es eine Resterampe und das war halt damals, also es ist halt so ein Bildungszentrum und der Lehrgangsleiter meinte so, ja, wenn er Langeweile hat, könnte er zur Resterampe gehen und da kriegt man dann halt so die Mädchen ab, die keiner haben will. Heulen schießen, ne? Also ergibt Sinn, das Ding hier von oben abzubauen, allerdings hat man es da auch immer mit mehreren Gegnern noch zu tun. Richtig, weil die dann teilweise auch rennen. Genau. Ja, man muss die ja auch verstehen irgendwie so ein bisschen, ne? Wir kommen hierher und die haben ja so einen wunderschönen Unterwassertempel gebaut. Und das sind ja eigentlich nur, die verteidigen das Ding ja nur, was anderes machen sie ja im Endeffekt nicht. Nee. Hallo, wir kommen und machen euer Haus kaputt. Und dann kommen und kloppen alles kurz und klein und töten ihre Bosse. Und ja, das ist eigentlich ganz schön gemein schon auch. Also außer das mit dem Boss finde ich das auch ziemlich doof, wenn das einem Mömmli machen würde. Wenn einer kommen würde und dein Haus abreißen würde, ja, ja. Wärst du da sauer? Da wäre ich schon so ein bisschen ungehalten vielleicht. Na, wäre man schon, kann man auch ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe da auch Verständnis für. Meinen Boss können sie ja ruhig erledigen. Oh, oh. Ach, das gucken die nicht. Nein. Du weißt, was ich mache. Davon guckt das keiner. So, okay. Ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen was ab. Und dann machen wir uns auf den Heimweg, denn wir müssen ja noch die Sachen dann aufteilen und alles. Ja. Und da ist noch etwas, was ich erledigen muss. Unbedingt. So, okay. Aber wenn wir jetzt hier schon im Wasser sind und du musst mal, dann mach doch einfach. Ja, ey, du bist ein alter Stinkefisch. Ich hau dich mit meiner Spitzhacke kurz und klein. Lass das. Ich will nicht verfärben, das Wasser. Such dir ein anderes Zuhause. Das unglaublich, die Typen. Das hier geht nicht mehr. Ich muss mir meine Leiter hinsetzen. Ah, so. Wenn man einmal Wasser trinken. Schön frisch. Hier ist noch ein Erdblock, den können wir noch wegschmeißen. Ich kann nämlich schon bald nichts mehr aufnehmen, aber wir haben ja noch die Endertruhen auch noch dabei. Also rückwirkend betrachtet muss ich aber sagen, die Unterwassertränke sind da schon viel wert. Also, die sind richtig viel wert, ja. Wenn man da noch mehr mitnimmt. Man muss nicht ständig dran denken, dass man atmen muss und muss sich nicht ständig irgendwelche Luftlöcher bauen. Aber das ging eigentlich, wenn man sich da erstmal dann gewöhnt hat an diese Luftdinger bauen. Also man braucht nicht unbedingt einen Unterwassertrank. Stimmt, wir haben es gut verteilt auf die Leiter. Das lag aber auch daran, dass wir mehrere sind. Also wenn du hier alleine in so einen Laden reingehst, dann würde ich glaube ich eher auf Tränke setzen. Ja, ja, das stimmt. Dann ist das wirklich eine Aufgabe, die man bewältigen kann. Wenn man da die Tränke dabei hat.
Dann kann man das auch alleine packen hier. Ja, wobei die Kämpfe sind dann schon... Aua. Ja, ja, doch. Also es hat auch manchmal ganz schön gekracht hier, obwohl wir alle sehr gute Rüstungen haben. Manchmal haben die mir ganz schön welche beigebogen, die Kameraden. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Es wird schon wieder dunkel. Ja. Wo kommst du her, du böser Fisch? Und die sind immer noch stinksauer. Die, also ihre Laune bessert sich nicht gerade. Sagen wir es mal so. Ich habe gerade versucht, den mal aus dem Wasser rauszuschlagen, aber machen sie nicht mit. Ja, ich weiß, dass ihr schlecht gelaunt seid. Trotzdem musst du sterben. Auch. Richtig. Genau, ich habe was gegen deine schlechte Laune. Immerhin greifen die ja uns an und nicht wir sie, ne? Also das muss man ja auch mal festhalten. Das ist hier. Richtig. Friss Diamantstahl. So. Ah, guck mal. Das ist witzig. Es wird immer weniger hier. Immer weniger Tempel. Ich muss mir das Ding gleich mal von draußen angucken, wie es jetzt schon aussieht, wenn es Tag ist. Wir haben ja gesagt, wir bauen alles ab und nehmen uns mit. Ja, alles. Dann nur noch eine Ruine dann. Ich hab wieder. Ja, warum eigentlich nicht? Wir schwimmen mal kurz zur Insel zurück. Da stehen ja ein paar Kisten, da können wir schon mal was abladen und ja. So. Ja, und lassen. Würde ich sagen, wenn sobald es Tag ist, schwimmen wir nochmal zur Insel rüber. Nee, oder jetzt und dann schlafen und dann ist es gleich wieder Tag. Dann sieht man hier draußen nämlich mehr. Guter Plan. Nächster Plan. Ja, lass mal kurz pausieren und drüber schwimmen. Und ja, mach mal. Können wir bei Tage noch den Rest abbauen. Okay. Da warten noch Monster auf uns, total gut. Juhu. Ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo in welche Richtung war jetzt unser Camp eigentlich. Ist schon noch ziemlich viel, da hinten, ja, da. Wo ich gerade hinschwimme, genau. Unter Wasser, ich merke es immer, ist Oberwasser. Können wir alle pennen? Sind wir alle unterwegs? Das ist gut, ich warte noch kurz auf euch. Ja, schöner Nachthimmel. Jetzt können wir endlich mal den Nachthimmel genießen. Wenn wir zu Hause sind, dürfen wir das ja immer nicht. Stimmt. Haben wir Nachthimmel-Genießverbot? Stimmt, da gibt es immer Schimpf aus uns gerade. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich hab eine Sternwarte gebaut, die ist eigentlich total für den Arsch, weil es ist eh nie nachts. Kannst du wissen, mal, wenn du ganz alleine bist, dann kannst du dich mal in die Sternwarte setzen. Nee, ist mal ja auch nicht, da sind ja Leute draußen. Ich wollte gerade rechnen, da musst du damit rechnen, dass deine Leute aufgefressen werden von den Zominauten. Das wollen wir ja auch nicht. Ja. Okay, schnell pennen. Okay. Utz. Eben, kann ich auch einen Schluck trinken, das ist total gut. Oh ja. Ach, ein neuer Tag. Ja. Ein neues Glück. Oh, wir haben schon total viel Kram. Ich habe sehr viel von diesen Schuppensteinen abgebaut. Und wenig von den... Ich habe viel von den Prismarinziegeln. Ist auch lustig, ich habe jetzt mehr Leitern, als ich ursprünglich mitgenommen habe. Das heißt, du hast etliche wieder rausgekriegt. Prismarinziegeln haben wir. Wollen wir jetzt eine Gemeinschaftskiste machen, wo wir das alles schon mal reinpacken? Weil wir wollen es ja hinterher sowieso aufteilen. Hat jemand noch Holz? Achso, ich habe jetzt alles in eine Kiste da oben mit reingetan. Wo? Na, oben in die Kiste. Ja, warte, die erweitern wir nochmal um eine Kiste. Genau, das ist schlau. Dann kann ich da auch mein ganzes Kram reinpacken. Schon mal was reinpasst. Na, ja, ich kann schon nichts mehr reinpacken. Ist schon wieder voll. Hat jemand Holz? 35 Schwimmer ist schlecht. Ich habe noch Holz hier, ja, warte, ich mach nochmal welche. Du hast eine Werkbank gebaut gehabt, ne? Auf der anderen Seite, ja. Da ist er. Noch ist er so halbwegs heile, aber bald nicht mehr. Wo setzen wir die denn jetzt hin? Na, mal hier nochmal. So. Oh, nee, so nicht. Da oben ist doch jetzt eine Doppelkiste. Ja, die ist voll. Was? Nee, die Doppelkiste. Irgendwer anders hat die andere die Kiste eingesammelt. Setz mal hin. Kann nicht voll sein. Also die Sachen, die ich habe, kann ich nicht mehr reinlegen, weil die Stacks schon voll sind. Nö. Nee. Ist doch jetzt eine Doppelkiste. Vorher war es eine Einzelkiste. Jetzt ist wieder Platz. 35 Schwämme, total viel von diesem anderen Stein. Schon über ein Stack von den Lampen. Ja, das sieht doch gut aus. Wir müssen das ja alles in den Nenner-Thron dann irgendwie unterbringen. Das heißt, hier, wer von euch hat eben gerade die andere Kiste mit eingesammelt? Mal hinsetzen. Welche? Ich hab die eine. Abgebaut, aber hier. Irgendeiner hat sie in die Tasche genommen. Ist mir in die Tasche geflogen. In die Tasche geplumpst. So, was haben wir dann noch? Ja, eine? Die Frage ist natürlich jetzt, wie interessant ist das jetzt, wenn wir uns da nochmal ins Abenteuer stürzen und da das ganze Kram abbauen? Für wir können doch dabei so ein bisschen erzählen, was... Ja. Sonst so alles ansteht. Du verrätst, was die Pläne sind für Folge 1000. Das wolltest du ja machen. Ja, genau. Habe ich auch gehört, ja. Genau, wenn es bei uns in 3-4 Jahren soweit ist. Ja, was steht an? Das war ja erstmal das Nächste, was ansteht, hier mit dem Tempel. Oh, guck mal, wie viele Fische da sind. Alles voll. Oha. Aber ihr könnt niemanden mehr verzaubern. Oh, das ist viel zu groß, um den komplett abzubauen. Ja, ach, das geht schon. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde, machen wir jetzt noch mit abbauen. Ja. Und dann satteln wir die Hühner. Ey. Wir müssen das ja auch wieder mit zurückkriegen. Ja, wir müssen, genau. Oh, hier ist aber ganz schön gefährlich, die Ecke, die ich mir gerade ausgesucht habe.
Und dann können wir ja jederzeit hier wieder zurück und hier einfach mal weiter abbauen. So. Hey, Mr. Fish. So. Also wir haben schon ein ganzes Teil von dem ganzen Kram hier. Ja, was sind die zukünftigen Pläne? Natürlich müssen wir mal sehen, wie das mit der Hanse weitergeht. Was uns da erwartet. Ansonsten natürlich die ganzen Sachen in Hunsgrab, die zu Ende gebaut werden sollen erstmal. Das war ja so ein grundsätzlicher Plan, erstmal so alles mal ein bisschen zu Ende machen, was man angefangen hat. Und ja, und so ansonsten lass mich selber überraschen, was da alles so kommt. Ganz nebenbei läuft ja dann auch noch das Minecraft Hardcore-Projekt. Da bin ich mal gespannt, wer da alles mit aufspringt und dann da auch sich ins Hardcore-Abenteuer stürzt. Ja, also ich habe da total Lust drauf, weil das ist, glaube ich, ziemlich herausfordernd. Ja, denke ich auch. Und sowas mag ich. Ich habe heute die erste Aufnahme gemacht und der Seed, der wird dann auch in der Folge 00 sozusagen zu sehen sein. Und dann ist da jeder herzlich eingeladen, der irgendwie aufzeichnen kann. Ach so, das bei sich selber dann zu machen. Genau, dann brauchst du nur den Seed eingeben und dann kannst du das selber machen. Ah, cool. Ja, dann mach ich das. Genau auf der gleichen Insel. Und ja, dann kannst du loslegen. Seed, die sind gut. Seed sind total gut. Aua. Okay. Wer war das? Wer von euch war das? Na, warte. Ja, die sind die werden immer angepisster, die Brüder. Ja. Das Lustige ist, teilweise schlägst du die... Teilweise kannst du die durch die Wände schlagen. Die glitschen so weg. Ja. Also dieser Prismarinstein, der ist auch wirklich am meisten da, ne? Irgendwie. Ja. Bei den Viechern ist es ja auch nicht abhängig davon, wie dunkel es ist. Oder spawnen die eher im Dunkeln? Ich weiß es nicht. Nee, das ist die spawnen hier. Punkt. Ja. Genau. Was? Wo? Oh. Komm her hier. Ah, okay, hier ist noch der Stein, den wir brauchen. Den wollten wir hauptsächlich abbauen. Ja, okay. Der wird jetzt komplett hier aus der Wand gehauen. Ja, Freunde, großes Abenteuer, wir haben es geschafft. Ich war davon ausgegangen, wer mit solchen Helden sich auf so ein Abenteuer begibt, der kann auch davon ausgehen, dass es erfolgreich endet. Mit geballter Kraft sozusagen des 3M-Landes. Und wir werden jetzt gleich zurückreisen, Richtung Hunsgrab. Und dann, Tomcat, da müssen wir jetzt natürlich nur abstimmen. Der hat sich gut gemacht, fand ich, bei der ganzen Geschichte hier. Ja, ausgezeichnet. Ja, natürlich, hat er. Absolut. Und ich denke mal, damit ist sein Praktikum auch beendet. Er ist jetzt sozusagen Jungbürgermeister. Sowas in der Art. Also könnte Bürgermeister werden irgendwo, wenn er das will. Jetzt müsste er nur eine Stadt haben. Macht sich gut, ne? In den Bewerbungsunterlagen. Ja, eine Stadt müsste er haben oder bauen. Aber ich habe natürlich noch was ganz Spezielles mit ihm vor. Ja. Und zwar, ich wollte filmen. Das erkläre ich euch jetzt. ihr habt ja mitgekriegt, dass die hier kann uns keiner abhören. Hier hört uns keiner. Die Tempel sind abhörsig. Aber bleibt doch mal stehen, ich will dich totschlagen. Tomcat? Nein. Das ist die Überraschung. Ich schlag ihn tot. Ich habe ja noch eine Überraschung für dich. Nein, hier ist ein Fisch, raus aus der Welt. Ein sehr quirliger Fisch, der nicht getötet werden will. Also, wir können hier nicht abgehört werden und deshalb werde ich euch jetzt mal folgenden Plan von mir erzählen. Und zwar habe ich vor, dass der Tomcat sich aufmacht in unbekannte Gebiete und es ist ja so, dass die Hanse hat ja überall Zugriff auf alles sozusagen. Die sind ja so mächtig, die können sich überall einmischen und überall können sie ihr Unwesen treiben. Haben sie natürlich bisher nicht, weil sie eigentlich einen ganz guten Anführer hatten. Aber unter Jafar wird sich damit sicher einiges ändern, denke ich mal. Jafar. Genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, dass der Tomcat sich aufmacht in eine Gegend und dort einen Mojang-geweihten Tempel baut, sozusagen. Denn das Einzige, wo die Hanse sich nicht einmischen darf, wo sie auch Respekt vorhaben, ist die Hanse, ist Mojang. Der Glaube. Und die würden niemals einen Tempel oder so für sich in Anspruch nehmen oder da auch, wenn sie da den Zutritt verweigert kriegen, würden sich da nie gewaltsam Zutritt verschaffen oder ähnliches. Und deshalb wäre so ein Tempel in einer abgelegenen Gegend sozusagen ein Zufluchtsort für uns alle. Ach so, jetzt verstehe ich, weil ich habe mich jetzt gerade gefragt. Gegnern, nicht um Hunsgrab zu schützen, sondern einfach nur für uns. So ein Exil sozusagen, so eine Möglichkeit irgendwo unterzukommen, wo wir nicht von der Hanse entdeckt werden können. Das heißt, falls wir durch die Hanse mal in Bedrängnis geraten, dass wir persönlich irgendwo unterkommen können. Wir persönlich, nicht Hunsgrab oder die Hexenwacht irgendwas geschützt werden, sondern wenn wir persönlich von der Hanse angegriffen werden, dann können wir dahin gehen und wissen, dort können sie uns nicht finden, weil da dürfen sie einfach nicht rein, wenn sie das nicht dürfen.
Das ist eine sehr gute Idee. Ist natürlich ein ganz schöner Auftrag. Das heißt, der Tomcat muss sich da einiges einfallen lassen. Wir haben auch schon eine Gegend auf der Karte. Wir hatten mal so einen Abend, da haben wir uns die Karte angeguckt und dann haben wir uns so eine Gegend ausgesucht. Ich erzähle die ganze Zeit und baue gar nichts mehr ab. Und dorthin würde ich dich jetzt schicken, lieber Tomcat. Ja. Und du könntest dann dort sozusagen einen Mojang-geweihten Tempelorden gründen. Tomcat? Ja. Denk dran, kein Kloster ohne Brauerei. Ne? Wenn wir uns da verstecken, wenn wir uns da verstecken müssen, dann muss da eine Brauerei sein. Genau, eine Art Kloster soll das werden. Total gut. Bier gibt's auch dort. Klosterbräu. Ja, genau, dann mache ich das. Ja, liebe Leute, und der Tomcat hat es gerade gesagt, er wird es machen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf nach Hundskrab, sonst wird das hier wirklich zu lang. Die ganze Aktion. Wir packen. Warte, ein Stack noch. Ein Stack geht immer noch. Okay, ich tauche mal auf. So schnell kann man immer zusammen. Nee, das stimmt. Nee, das ja, Delfino und wir machen uns dann bald mal auf, dass wir Wegegaststätten bauen, wie wir es schon vorhatten. Ja, von dem Plan hatte ich auch schon gehört. Finde ich sehr gut. So ein paar Weggaststätten können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann müssen wir nicht immer in irgendwelchen Holzhütten pennen, wenn wir auf Reisen sind. Gleich bei Zeron, bei falsche Richtung. Echt? Hm. Ach da. Da hinten, ja. Delfino, Fisch am Arsch. Ja, hier. Oh, was macht der denn bei dir? Er hat geschnüffelt. Genau, Horn am Kopf. Ja, und was in Folge 1000 kommt, das ist natürlich noch ein ganz großes Geheimnis. Ja. Ach. Auch für mich. Ganz großer Livestream. 3 Stunden Livestream. 24 Stunden Livestream, ja. Genau, mit die Idee war auch schon da, dass die komplette Folge 1000 gesungen wird. Oh, das finde ich gut. Ja, das dachte ich mir. Wir wollten ihn einladen als Gastsänger. Und Roy Black? Ah, nee. Das wird ein bisschen geruchstechnisch schwierig. So, okay. Ich habe nicht mehr so viel jetzt eingesammelt, weil ich die ganze Zeit gequatscht habe. Jetzt müssen wir es irgendwie aufgeteilt kriegen. Moment, ich räume mal noch meins aus. Ach, Fischer, ja. Ja, die Fischer ich auch rein gerade. Das heißt, ich werde mal meine Endertruhe hier hinstellen. Naja, das Einfachste ist ja Goldblöcke. Eine Endertruhe reicht ja, ne? Stimmt. Ja, zwei pro Nase, stimmt, das geht. So, Endertruhe. Alles, was 64 ist, geht auch gut. Also ich würde sagen, wir schieben es erstmal alles so, dass wir es einigermaßen geordnet haben. Die Prismasteine ganz nach oben. Stimmt, wir sollten da mal eine Ordnung reinbringen. Die Prismasteine ganz nach oben oder so. Und dann. Pass mal auf, die Prismaziegel sammle ich einfach mal alle raus und die packen wir in eine Kiste extra. Oder wir machen extra Kisten dafür immer. Ach so, können wir auch machen. Einzelkisten? Oh, jetzt wird es eh erstmal dunkel. Ja. Ich sortiere schon mal ein bisschen. Das passt ja alles in eine Kiste. Man muss das ja nur so ein bisschen irgendwie hinsortieren. Das ist ja nicht das Ding. Hey Delfino, du hast ja meine Sachen in deiner Endertruhe. Bekloppt. Gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Es wird gerade dunkel, ja. Pennen wir gleich nochmal eine Runde. Kann ich gleich mal Weltenfresser hier lassen, den brauche ich nicht. So. Boah, also Prismasteine, da haben wir keine Not. Da haben wir so viele von. Und auch Schwämme, Gott sei Dank. Dann können wir auch schöne große... Hätten wir eigentlich gleich mal nutzen können, die Schwämme, um den ganzen Tempel trocken zu legen. Das läuft doch nach, oder? Es geht. Es geht. Also irgendwann ist dann halt, kannst du ja nicht mehr nachlaufen, wenn da überall Mauern sind. Aber jetzt ist der Tempel so kaputt, da sind überall so viele Löcher. Ja, das meine ich. Also, dann müssen wir das Ganze wieder trockenlegen. Den nächsten Tempel können wir dann einfach trockenlegen. Mhm. Wäre auch mal eine lustige Aktion. Da gucken die Fische bestimmt blöde. Ja, richtig. Da kommt zwar am Ofen mit. Lalalala. Seid ihr auch schon am Sortieren oder? Das machst du ja gerade. Ach so, okay. Ja, genau, wenn alles sortieren ist. Dann sortiert sich das irgendwie nicht mehr so richtig. Ja. Richtig. Ja. Okay. Ich passe auf, dass ihr jetzt sortiert. Ach, da gibt's noch dunklen Prismarin. Ach, siehste, den habe ich gar nicht so erkannt. Genau, den gibt's auch noch. Gibt's auch noch? Nicht, ja, das ist dann der bessere, der schönere. Ah ja. Der Badezimmerflieh. Also, Prismarin. Ja, genau. Über 50% von der Kiste ist wirklich der. Der billige. Aber der schöne eigentlich auch. Ich sehe das schon kommen. Demnächst gibt es ganz viele Schwimmbäder, die alle mit diesen komischen Füßen gebaut werden. Hätte ich ja eigentlich ganz gut gebrauchen können fürs Pillemannhaus. Ja, aber stimmt. Naja, gut. Später. Das sieht aber so auch gut aus. Denke ich auch. Richtig. So. Die neuen Fliesen kommen dann in deine Privatvilla. So, Team hier gerade vor dem Wolf. So, und das kommt nach unten. Das kommt nach unten. Das kommt nach oben. So ist es halbwegs sortiert. Moment, das müssen wir noch ein bisschen umsortieren hier. Die untere Reise neu zu dir. Ja, ich bin dabei. Und einen Fisch habe ich auch noch. Fische, können wir eine riesen Fischparty machen. Ja, wir haben 32 Fische. Lecker, lecker, lecker. So, sortiert.
Wie machen wir's? Wir müssen sie ja irgendwie in Viererblöcke aufteilen, ne? So halbwegs. Mhm. Also jeder nimmt sich erstmal jetzt, ich fange mal an, 5 Block von dem Prismarin-Ziegeln, glaube ich, können wir uns nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kannst du ja sogar nehmen. 7 glaube ich ja. Sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe mir meinen rausgenommen. Okay, 1, 2, 3, pack ihn 4, in der 5, 6, Truhe. 7? Dann ja, ich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich auch 1, 5. Achso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann haben wir hier noch, warte mal. Ja, wollte ich auch, genau. Dann können wir die auch noch aufteilen hier. So, so, irgendwie passt es ja dann. Genau. Ja, nimmt ein vom rechten, ein vom linken, zack, so. Ja. Okay. So, wie geht's weiter? Davon, das müssen wir jetzt auch irgendwie aufteilen, genau. Hier unten ist noch ein Prismarin-Stack. Wo? Wo? Ich teile mal auf hier. Achso, war da noch einer, den wir gesehen haben. Okay. Wurde nicht weg. Gut sortiert? Das kann ich auch schon mal aufteilen hier so ein bisschen. Also das sortiert schwer in der Kiste auf. Ja, ich bin hier schon ein bisschen. Schon mal diesen. Deswegen dachten wir, da ist wieder was. Also von den dunklen Prismarinen erstmal jeder 3 und dann mal gucken, was überbleibt. Ja. Okay. 3 Stück, ja? Also von den 16er Stacks oder was? Ja, genau. 1, 2, 3. 2, 3. So, wie viel sind das jetzt noch? Das geht nicht durch 4, ne? 26, also, ja, kann man da grob 12, aufteilen, 16, irgendwie 20, so. 24, ja. Zack. Genau. Nehmen wir einen 6er. Ist ja egal. Ja. Dann halte ich hier den Schwamm schon mal auf. Es geht auch nicht ganz auf. Aber fast. Fast. Stimmt, ein Schwamm zu wenig. Ich nehme den mit den 8, das reicht. Okay. So, dann hier die Lampen, warte mal. Ja. Und zack, zack, zack. Eine Lampe bleibt über. Nee, das war jetzt ganz dumm. Dumm gelaufen. Also wir haben ja noch mehr, Moment. Wieso habe ich denn jetzt 23? Warte mal. Hast du gerade rausgenommen schon? In dem Moment, wo du sie hingelegt hast. Deswegen war ich so, hä? Dachte, was ist denn jetzt los? 16. So, eine bleibt über. 23 kann sich jeder nehmen. Jo. Und hier, die eine bleibt über, kann sich irgendwer rausnehmen. Nimm mal ruhig. Okay. Genau, das ist die Steuer. Die Steuer. Eine Lampe. Ja gut, das Gold ist halt jeder 2. Ist klar, ja. Dann 64er Stacks. 1, 2, 1, 2. Ist auch komisch aufgeteilt hier irgendwie. 1, 2, 1. 2 ist bestimmt jetzt gerade total interessant für die Zuschauer. Ja. Da kann sich jeder 2 von nehmen. Und den Rest müssen wir irgendwie so aufteilen. Ja. Also wir teilen das jetzt gerade alles ein. Das ist jetzt ein bisschen uninteressant, aber wir sind gleich durch. Jeder, ja, wir versprechen es. Hier von jeder ein. Und hier sind noch 2 einzelne. Die nehme ich mir diesmal nicht. Und dann machen wir hier noch so. Und so. Und hier auch nochmal. So. Da bleibt auch wieder einer über. Und hier haben wir 26. Das geht sich auch nicht aus. Da haben wir 2 über. Naja, wieder ein. Zack, 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 zack. Und Fisch, naja. Und Fische. Ganz wichtig, da wird es wahrscheinlich jetzt Streit geben zwischen uns, wenn ja, genau. Sich das nicht ausgeht mit den Fischen. Wir sind ja alle große. So, jetzt packen wir das ganze Kram hier rein. Genau. Das Wichtige, das Feuer kommt da rein. Und ich würde sagen, wir werden uns direkt von hier verabschieden oder reisen wir erst noch zurück? Ich würde sagen, wir verabschieden uns von hier direkt. Ja. Dann kann der Tomcat aufbrechen in seine neue Gegend, die natürlich noch streng geheim bleibt, außer ein paar Eingeweide wissen das. Da so. Ja, lieber Tomcat, es hat total viel Spaß gemacht. Du wirst auf dieser Welt bleiben, das ist die große Überraschung dieser Folge. Und wirst ein Kloster bauen für den Gott Mojang. Und ja, wir werden zurückkehren in unsere einzelnen Gefilde, ins Dreielmland natürlich. Und weiter unsere Abenteuer hier erleben. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch, war richtig witzig.
Wir haben es auch auf jeden Fall gut hingekriegt, hier die Monster zu vernichten, ihr Haus kaputt zu machen. Die sind jetzt alle ziemlich angepisst bestimmt und sitzen jetzt da unten und weinen. Aber bitterlich. Der Meeresspiegel steigt. Ja, genau. Meine Katzen fangen jetzt auch an zu randalieren und ehe die mir hier den Mikroständer umschmeißen, sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Wie sie gehen. Tschüss.